Dann braucht er ein bisschen Zeit. Was machst du hier? So, dann braucht er ein bisschen Zeit. Ich glaube, er braucht freien Himmel hier. Was können wir da hin? Warte und sehe. Aha. Ja, okay. Sollen wir kurz warten? Also der generiert eigentlich RF, ne? Der kann bestimmt irgendwie beschleunigen, glaube ich auch. Vielleicht machen wir das auch sogar. Mal gucken. Ah, hier guckt noch, ja, ein paar Sekunden. Also ich meine, man kann ihn beschleunigen. Ich muss mal schlau machen. Dann ist das vielleicht auch noch eine gute RF-Quelle. Ich weiß es aber noch nicht. Wir warten mal diese 30 Sekunden gerade ab. Gucken, was passiert. Im Grunde, vielleicht weiß der eine oder andere, was da passiert. 20 Sekunden. Lalala. 10. Gleich. 10. So. Gehen wir mal in Sicherheit. Runde. No, schlägt ein Blitz hier ein. Und generiert 11. Das macht er alle paar Mal. Wir wissen, ja, es dauert halt mehr ein Weilchen. So. Okay. Jetzt kann der schon mal da oben stehen und sich aufladen. So langsam, aber sicher. Gut. Nächstes. Was wollte ich noch als nächstes tun? Ich hab's vergessen. Ah ja, genau, das Ding da. Kupfer, Eisen, nein, so. Okay. Ich kann mal überlegen. Kann ich hier noch was vorbereiten? Flawless Diamond, Fire Diamond, End Diamond. Wollte ich da noch irgendwas vorbereiten mit dem da? Glaube ich. Ich glaube, die sind das bestimmt, die das beschleunigen. Muss man schlau machen. Öffnen wir mehr Fire Diamonds. Tanzanit Zeppling. Den Diamant. Zeppling habe ich auch noch. End Diamond. Ja, brauchen wir sowieso mehr. Ja, dafür brauche ich den Mast aufgeladen. Was soll ich mit dem End Diamond machen eigentlich? Diamant Zeppling? Was anderes? Nee, oder? Keine Ahnung, ich muss mal gucken. Erstmal das nächste Projekt. Und zwar, ich brauche Liquid Heat. Den da brauche ich. Den Liquid Heat Exchanger. Kupferplatten und Gummi und Iridium, 4 Stück habe ich noch hier rumliegen, ne? Ja, noch rumliegen. Schön. Davon machen wir gleich mal 3 reichen, glaube ich. So, Universal Fluid Zell, davon habe ich noch welche. Zack, ein Liquid Heat Exchanger, perfekt. So, dann brauche ich, was habe ich in meiner Liste stehen? Einen Steam Boiler, einen Steam Boiler, Copper
Aqua Boiler. Zack. Und ein Steam Boiler. Perfekt. So. Jetzt einen Kondenser. Oder wie auch immer. Okay, Basic Machine. Also okay, Eisenplatten. Zack. Schaltkreis. Haben wir auch. Universal Fluid Cell. Zinn und Glasscheiben. Zinn und Glasscheiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zip. Eins, zwei, drei. So. Und die vierte ist hier. So. Haben wir auch alles. Kondenser, perfekt. So. Eisen. So. Nein, kein Helm. Ich brauche Gitter. Ich brauche Glas. Vielleicht lieber zwei. Tank. Obwohl, warte mal. Kann ich mal überlegen. Soll ich lieber hier so einen machen? Mit einem Diamanten drauf. Na komm, egal, machen wir den da. Glas. So, zwei Stück. Okay. Mal überlegen. So. Nehme ich den, der muss eigentlich reichen, der Vorrat. Ich könnte natürlich auch. Wir brauchen für das Vorhaben, brauchen wir Lava. Ich überlege, wie viel Endertank. Und aus dem Nether hole. Haben wir eine Pumpe. Ja, Pumpe haben wir auch. Oh, gut. Naja, die eigentlich brauchen wir nicht unbedingt. So. Die große Frage ist, wo stelle ich das hin? Brauche ich eigentlich Strom? Ich habe das da getestet. Also für meine Zwecke brauche ich, glaube ich, gar keinen Strom. Zum Beschleunigen braucht der Kondenser Strom. Ja, aber da ich nicht beschleunige, ist mir das quasi Schnuppe. Ja, okay. Dann stelle ich ihn einfach hier hin, weil ich das Wasser dafür brauche. So. Da unten eigentlich, keine Ahnung. So. Was dahin, ja, was dahin. Und zwar. Der Steam Boiler braucht das Wasser. Der muss den erhitzen. Da muss ja der Punkt dran. Also der Punkt ist jetzt an der. Verbinden sich jetzt dadurch. Und der Kondenser. Weil das, wenn ich nicht dahin packe. Ich hoffe es doch. Dann packen wir hier noch einen Tank, am besten zwei hin. Nein, nicht Rezepte, da will ich hin. Nein, den da will ich auch nicht. Ich will den da.
Pull. Push. Aber der macht gar nichts, okay. So. So, jetzt brauche ich noch eine Pipe hier. Conduit. Hier. Einer. Und hier so ein Lava-Tank. Es wäre zwar wahrscheinlich besser, wenn ich kontinuierlichen Nachschub hätte. Pull. Nein. Also pushen, nicht pullen. So, Lava drin. Gut. Da fällt mir ein. Ich brauche den Tank woanders. Ich brauche den, ja. Schwierig gerade. Vielleicht hier? Oder hier? Hier. Und du tust auch pullen. Nee, du tust pullen. Genau. Du pullst und du pushst. Was ein Stress hier. Hm? So. Du kriegst Lava. Du musst noch Wasser kriegen. Extrakt und du Insert. Jawohl, kriegst Wasser. So, wir wollen es nicht übertreiben. Machen wir einfach 10 Milli Bucket und 10 Bar oder 5 Bar. Also je höher der Druck ist, desto mehr Hitze braucht man, damit hier Dampf rauskommt. Klar, desto mehr Lava braucht man auch, ne? So, der hier braucht hier diese Hitze-Dinger da, damit er auch heiß wird. Aber eins reicht nicht, da müssen wir mindestens zwei reinpacken. Mindestens zwei müssen da rein. Da hinten. So. So. Perfekt. Wird verbraucht. Wird erhitzt. Ganz langsam. Gut. Mir geht's eigentlich. Wir kriegen da. Da kriegen wir Dampf raus. Ne? Der Dampf geht hier rein. Dann kriegen wir destilliertes Wasser zurück. Destilliertes Wasser ist sehr praktisch, dann damit kann ich nämlich Kühlflüssigkeit machen. Da brauche ich nämlich anstelle von, wenn ich hier destilliertes Wasser reinpacken, dann brauche ich nämlich nur ein Lapidas anstelle von 8, wenn ich dieses destillierte Wasser benutze. So, aber worum es hier eigentlich geht, ist hier drum. Um diese Lava hier. Um die geht es hauptsächlich. Die brauchen wir nämlich. So. Und ich glaube, ich brauche wirklich einen kontinuierlichen Nachschub an Lava. Sonst funktioniert das, glaube ich, dann doch nicht so gut. Okay, das heißt, ich brauche wirklich in der Tank 2 Stück. In der Tank. Und dafür brauche ich das da. Kleinflask, natürlich. Dafür brauche ich in der Slice and Slice. Slice and Slice, da habe ich noch keinen davon. Okay.